Ihr habt einen Online-Shop mit der Software Acquit erstellt und sucht jetzt nach der richtigen Möglichkeit, automatisiert Rechnungen für die Verkäufe, die ihr da macht, zu erstellen. Mit Easybill habt ihr die gefunden. Und ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie einfach ihr Acquit mit Easybill verbindet und euren kompletten Rechnungsprozess automatisieren könnt. Wir springen doch direkt mal in die Software rein, würde ich sagen, damit ich euch das genauer zeigen kann. Wenn es um das Thema Onlinehandel geht, dann führt unser Weg immer in den Import Manager. Den findet ihr hier oben rechts in der blauen Menüleiste. Klickt da einmal drauf. Und im Import Manager rufen wir jetzt in der oberen Menüleiste den Menüpunkt Einstellungen auf, klicken hier auf Weitere Shops. Dann kann ich auswählen, was für eine Art Shop oder Marktplatz ich jetzt hier verbinden möchte. Ich setze den Haken mal im Feld Acquit, klicke auf Speichern und schon erscheint Acquit links außen in der grauen Leiste. Wenn wir jetzt darauf klicken, dann seht ihr normalerweise, wenn ihr noch keine Anbindung habt, einen Button, um die Autorisierung durchzuführen. Das heißt, ihr klickt da drauf, loggt euch dann einmal im Acquit-Shop ein, bestätigt, dass Easybill Daten bekommen darf und dann landet ihr hier in dieser Ansicht. Zunächst seht ihr, dass ihr definieren könnt, welche Bestellungen importiert werden sollen. Und zwar abhängig vom Zahlungsstatus und vom Versandstatus. Wenn ihr keine Auswahl trefft, dann importieren wir alle Bestellungen aus dem Shop. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt nur solche Bestellungen importieren und zu Rechnungen machen, die den Status bezahlt und versendet haben, dann setzt ihr eben entsprechend die jeweiligen Haken. Habt ihr Bestellungen bislang auf anderem Weg schon zu Rechnungen gemacht, dann könnt ihr hier einfach sagen, Datum, ab wann die Bestellungen importiert werden sollen, und anhand des Kaufdatums würden wir Bestellungen, die vor diesem Datum dann liegen, beispielsweise dem 1. April, okay, einfach überspringen, wenn die uns übermittelt werden sollten. Dann klickt ihr hier auf Speichern und schon haben wir die Verbindung hergestellt und haben die jeweiligen Einstellungen getroffen. Ganz wichtig, das ist momentan bei uns noch in der Beta-Testphase, die Acquit-Anbindung. Das heißt, momentan müssten Importe manuell durchgeführt werden. Wie das passiert, das zeige ich euch gleich. Sobald der Beta-Test beendet wird, werdet ihr an dieser Stelle, und je nachdem, wann ihr das Video schaut, seht ihr das hier vielleicht schon, eine Option sehen, den Import auch zu automatisieren. Das könnte dann beispielsweise so aussehen, wie hier in den Shopify-Einstellungen, wo ihr ganz unten einen Punkt habt für den automatischen Import und dann eine oder zwei Uhrzeiten auswählt, zu denen wir uns mit Acquit verbinden sollen, die Bestellungen abrufen und daraus eben Rechnungen machen sollen. Natürlich könnt ihr auch definieren, was steht denn auf so einer Rechnung drauf. Dazu klickt ihr links außen in der grauen Leiste den Punkt Rechnungstexte an. Und hier könnt ihr jetzt den Einleitungs- und den Abschlusstext definieren und durch Platzhalter, das sind diese hier in die geschwungenen Klammern eingebundenen Ausdrücke, nenne ich sie jetzt einfach mal, durch die könnt ihr Inhalte dynamisch aufbringen. Beispielsweise hier hätten wir die Order Number, also die Bestellnummer, und das Kaufdatum, das Purchase Date, das wir automatisch aufbringen würden. Da könnt ihr auch eine Vielzahl anderer Inhalte aufbringen. Wenn wir hier mal runter scrollen, sind die alle erklärt. Beispielsweise hier haben wir die Zahlart, die ihr dann auch mit aufdrucken könnt. Ihr könnt aber auch solche Wenn-Dann-Abfragen nutzen. Die Template-Sprache Liquid, so heißt das, was wir hier verwenden, gibt das her. Ihr könntet beispielsweise sagen, wenn es eine Lieferanschrift gibt, die von der Rechnungsanschrift abweicht, also eine Separate Shipping Address, dann soll er diese abweichende Lieferanschrift aufdrucken, durch einen Platzhalter eben das Ganze hier aufbringen. Oder ihr könnt nach der Sprache des Kunden schauen und sagen, wenn der Kunde deutschsprachig ist, dann schreibe einen deutschen Text, in allen anderen Fällen schreibe einen englischen Text. Da geht noch viel, viel mehr. Also Abhängigkeiten könnt ihr auch schaffen zum Artikel, wenn da beispielsweise beim Kauf bestimmter Artikel Zusatzinformationen mit aufgedruckt werden sollten, wäre das auch durchaus eine Möglichkeit. Scrollen wir jetzt mal wieder hoch und schauen uns dann an, wie es ausschaut, wenn wir jetzt eben so eine Bestellung nicht nur zu einer Rechnung machen möchten, sondern diese Rechnung auch per E-Mail versenden möchten. Dann klickt ihr hier einmal auf Einstellungen, drunter auf Allgemeines und links außen auf E-Mail-Versand. Dann setzt ihr den Haken Rechnung automatisch per E-Mail versenden, setzt den Haken, dass dieser Text hier unten genutzt werden soll und nicht der Text, der in der Dokumentenvorlage hinterlegt ist als Standardtext, denn der hier ist schon deutlich mehr auf das Thema Onlinehandel zugeschnitten. Und auch hier könnt ihr dann eben den Text individuell anpassen. Ihr könntet auch durch die Abfragen es einstellen, dass Amazon-Käufer andere Texte bekommen als eBay-Käufer und die wieder andere als die, die in eurem Acquit-Shop kaufen.
alles hier an der Stelle möglich und bei solchen Abfragen hilft natürlich unser Support-Team euch auch gerne, um euch da zu zeigen, wie das genau funktioniert und wie ihr euer Ziel erreicht, eben den passenden Text für den jeweiligen Anwendungsfall hier aufdrucken zu können. Wie gesagt, momentan ist der automatisierte Import noch nicht möglich, nur ein manueller Import. Und den machen wir, indem wir hier oben auf Import klicken. Dann wählt ihr als Importquelle die Acquit API aus, den Zeitraum, aus dem importiert werden soll, und dann klickt ihr auf Importieren. Was dann passiert? Es baut sich hier so ein Importvorgang auf. Der Importvorgang, nehmen wir mal diesen hier vom Avocado Store zum Beispiel, hat dann zunächst den Status importiert. Automatische Importvorgänge erstellen direkt auch die Rechnung, das heißt, die bekommen dann auch unmittelbar den Status Dokumente erstellt. Manuelle Vorgänge kriegen erstmal den Status importiert. Ihr könnt also auch die Daten erstmal prüfen. Auch dafür bietet sich so ein manueller Import an. Ihr könntet beispielsweise hier auf Neue 2 klicken, um euch die Bestellungen anzeigen zu lassen, zu sehen, wie war denn die Bestellnummer, die Kundendaten, der Artikel, gegebenenfalls, wenn wir eine Artikelnummer übermittelt bekommen, würde die an dieser Stelle auch mitstehen, Anzahl, Steuersatz, Einzelpreis, Gesamtpreis, alles hier an der Stelle nochmal ersichtlich. Hier könntet ihr dann auch eine Bestellung einzeln anhaken, um eine Aktion wie die Rechnungserstellung oder das Erstellen von Versandetiketten auszuführen. Die andere Option, wenn ich Aktionen für den gesamten Vorgang ausführen möchte, dann kann ich das hier über den Aktionen-Button tun, indem ich hier einfach an der Stelle sage, Rechnungen erstellen, oder hier kann ich mir auch die einzelnen Bestellungen nochmal anzeigen lassen oder die Bestellungen auch zum Versand weiterführen. Mehr zum Thema Versand von Waren haben wir übrigens auch hier auf dem Kanal, und zwar in diesem Video. Schaut da mal rein, da seht ihr, wie ihr über eine direkte DHL-Schnittstelle DHL-Versandetiketten direkt in EasyBill erstellen und ausdrucken könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und sage bis dahin.